Wart ihr schon mal im Möbelhaus und habt junge Paare beobachtet, wenn die sich die erste Wohnungseinrichtung kaufen? Wen hört man denn? Wen hört man denn? Sie! Er ist ja bloß in beratender Funktion dabei. Das heißt, er hat die Klappe zu halten. Hört bloß sie! Schatz, 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 komm mal rüber, komm mal rüber, komm mal rüber. Schau mal, das Schlafsofa, genauso haben wir es uns doch vorgestellt. Also jetzt nicht so in diesem Schwarz, wie das Schlafsofa jetzt dasteht, also mehr so in dem Anthrazit. Du weißt schon, wie der Wohnzimmerschrank, den wir vorhin angeschaut haben, der mit der Milchglasscheibe. Ja, aber du hast doch heute früh gesagt, wie wir losgefahren sind. Schatz, du hast so recht, du hast so recht. Beige geht auch, beige geht auch, gell? Da müssen wir aber den weißen Wohnzimmerschrank nehmen. Du weißt schon, der mit der indirekten Beleuchtung. Ja, aber eigentlich haben wir ausgemacht, wie wir heute früh losgefahren sind. Schatz, du hast so recht, du hast so recht. Genau das ist das Schlafsofa. Also jetzt nicht so in dem Schwarz, sondern mehr in dem Anthrazit. Und irgendwann steht der Möbelwagen vor der Haustür. Und der Mann steht bloß hinten dran und sagt... Und es dauert keine 3 Sekunden, steht sie schon hinter ihm. Willst du mir was sagen? Ja, ich wollte ja eigentlich, ich wollte bloß sagen, das haben wir gemeinsam ausgesucht. Ja, aber eigentlich hatten wir ausgemacht, bevor wir losgefahren sind. Ja, hinten nach kann jeder kommen. Hast du halt im Möbelhaus was gesagt? Ich bin nicht zu Wort gekommen. Das kann jeder sagen. Dann lebt man gemeinsam in einer Wohnung mit Möbelstücken, die man eigentlich gar nicht mag. Über Jahre, dann wird noch das Letzte rausgeholt, dann werden die Möbelstücke verrückt verstellt, am besten noch nach Feng Shui wegen dem Energiefluss und so. Plötzlich steht der Wohnzimmertisch im Bad. Und der Esszimmerschrank steht im Schlafzimmer. Und irgendwann hockt der Mann vor der Haustür auf dem anthrazitfarbenen Schlafsofa. Weil die Frau festgestellt hat, er passt am allerwenigsten vom Energiefluss in die Wohnung. Nein.